So, hi und hallo mal wieder. Ja, ich komme gerade von meinem Zeitschriftendealer. Da habe ich mir ein paar Magazine gegönnt, unter anderem auch das. Das wollte ich jetzt mal nach euch fragen. Das ist das brandneue und aktuelle Pokémon-Magazin Nummer 129 für 3,99 €. Ein Tennisset. Was hat Pokémon mit Tennisset zu tun? Wissen die schon gar nicht mehr, was die rein tun sollen und dann einfach nur so ein Plastik-Tennis-Set mit Pokémon-Bilder zu bestücken und dann es zu nennen Pokémon-Tennis-Set? Hallo? Was soll das? Also, das frage ich mich jetzt auf jeden Fall und vielleicht wissen das ja einige von euch. Schauen wir uns natürlich gleich mal an, was das überhaupt soll. Also ich finde, das hat absolut mit Pokémon nichts zu tun. Aber ihr könnt mir eure Meinung schreiben. Aber hier ist es nun, das brandneue aktuelle Pokémon-Magazin mit einem Tennisset. Aber nichtsdestotrotz blättern wir jetzt da drinnen mal rum. Ihr seht ja, Merchandising von das brandneue aktuelle Spiel, was im November rauskommt. Ja, und ich habe es schon vorbestellt. Falls ihr das fragen wollt, werde ich natürlich auch unboxen. Ich habe das große Paket vorbestellt und zwar das mit Pikachu. Da gibt es ja noch einen Ball bei. Das Einzelspiel nicht, sondern mit dem großen Ball habe ich bestellt, weil der Ball ist ja fungiert als Joystick oder wenn man draußen aufs Handy spielt, da als Joystick. Aber das werde ich alles demnächst noch erklären und zeigen, das Unboxing. Ja, die neuen Boosterkarten. Richtig krass. Ja, und ihr schreibt natürlich alles in die Kommentare. Die Leute, die das Magazin schon haben, wie ihr es findet, was ihr davon haltet und ob sich das lohnt, mit einem Tennisset sich zu besorgen für 4 €. Also, wo ich jetzt hier drinne rumlit, aber man kennt das Pokémon-Magazin, Merchandising, Werbung sowieso, kleine Comic-Einlage, sehr viel Merchandising, noch mehr Merchandising, ein paar Bilder. Und das war's dann. Hey, nächstes Mal gibt es wieder ein Booster-Tütchen dabei. Wäre natürlich dann viel interessanter, aber jetzt kommen wir dazu. Ein Tennisset, Pokémon Tennisset. Wie gesagt, ich finde, meine persönliche Meinung ist, hat absolut hier nichts zu suchen. Aber ihr schreibt mir natürlich eure Meinung. Mir kommt das so vor, als die eben nicht wussten, was sie noch produzieren oder reintun sollen. Das sind die Motive. Absolut Hohlplastik, das bedeutet ganz dünnes Plastik, was innen drinne also mit Luftdruck gemacht worden ist. Und das ist eben der typische Schaumstoffball dabei. Sieht aus wie ein Pokéball. Naja, ihr hört es schon, weil das ziemlich stramm gezogen ist, gibt es eben den Ton von sich. Also wie gesagt, wer dieses Magazin schon hat und ein Tennisset schon benutzt hat, wie lange hat es gehalten? Weil ich finde nicht, dass es sehr hochwertig ist. Gebe ich echt zu. Aber ich finde auch, das hat absolut nicht in einem Pokémon-Magazin zu suchen. Aber ihr könnt mich natürlich jetzt aufklären. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr das? Wollt ihr euch das gönnen? Habt ihr euch das gegönnt? Oder ist das auch Unsinn für euch? Ansonsten war es jetzt mal wieder ein Infovideo über das brandneue aktuelle Pokémon-Magazin. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.